Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. So gut, ich bin jetzt wieder ein bisschen nach hinten gelaufen, eigentlich zum Haus zurück, damit ich noch mal ein bisschen Stein holen kann. Wir brauchen jetzt ein bisschen Stein. Ich habe mir da jetzt auch noch mal überlegt, wie ich den Boden machen kann. So ein bisschen Erde weggeben. Zwei Stacks, glaube ich, reichen. Okay. Und haben wir noch eigentlich Stein? Ja, wir haben Stein. Wir brauchen das hier. Ich nehme mal zwei Stack Stein mit. Essen haben wir genug, aber das lasse ich mal da. So. Und den Rest brauchen wir eigentlich mit. Ich kann jetzt mal nach hinten. So, die Tastatur gebe ich nochmal ein bisschen weiter. Schiebe ich weiter her. Und jetzt rennen wir auch gleich zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie spät es schon ist. Ich hoffe, es wird nicht Nacht. Aber können wir. Ah. Die Sonne geht gerade auf. Ich glaube, es ist 12. Nein, nein, nicht 12. Das wäre Mittag. 12. 11. So, wäre 9. 11 Uhr herum. Es ist 11 Uhr herum. Ja, 11 Uhr. 11 Uhr herum. So. Dann jump ich mal schnell wieder dorthin. Zu unserem Ferienhaus. Und falls sich manche Leute fragen, warum ich jetzt dort hinten gewesen bin, ich habe hinten nur ein paar Screenshots geschossen, damit ich ja das Ganze auch mal in Photoshop editieren kann und den ganzen Scheiß. Ah, jetzt habe ich. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ach, scheiß drauf. So, wir brauchen Erde. Eigentlich hätten wir gar keine Erde mitnehmen müssen. Fällt mir gerade auf. Ach, verdammt. Ist ja egal. So, dann klatschen wir hier die Erde rein. Gut, ich habe mir jetzt wieder ein Thema überlegt. Seit letztem Mal ist zwar noch kein Thema gekommen, finde ich eigentlich schade. Aber ich kann euch ja nicht zwingen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich rede heute mal so ein bisschen über, naja, soziale Kontakte. Also es wurde halt wissenschaftlich bewiesen, dass Leute, die überhaupt keine Sozialkontakte haben, hatten oder was weiß ich, dass die einfach, ich meine, ein Beispiel, naja, ich sollte vielleicht nochmal den Satz zuerst zu Ende führen. Also die Leute können dann zum Beispiel weniger sprechen, also können kaum sprechen, wissen nicht, wie was funktioniert, sie entwickeln sich langsamer und so weiter. Und man konnte das zum Beispiel halt auch, weiß nicht. Es gab schon manche Versuche, wo halt Kinder einfach ausgesetzt worden oder wurden. Zum Beispiel kennt ihr vielleicht diese Wolfskinder, Amela und Camilla oder weiß nicht, wie die heißen. Aber ich glaube, so heißen die. Ihr könnt hier mal gerne in Google eingeben. Und es ist so, dass die von Wölfen aufgezogen wurden und ich weiß nicht, wie lange die dort waren, aber auf jeden Fall hat sie dann ein Mann entdeckt, hat sie zu sich nach Hause mitgenommen und wollte denen versuchen, die Sprache beizubringen, wie man richtig isst, wie man sich ja richtig anzieht und ja, was gab's noch? Genau. Ja, wie man sich richtig anzieht, wie man richtig isst, habe ich schon gesagt, glaube ich. Und zum Beispiel beim Essen war es so, dass die einfach nicht richtig essen konnten. Die haben nicht mit Messer und Gabeln, ja, essen können. Die haben das Fleisch genommen und haben, weiß nicht, die haben aus der Schüssel gefressen und alles mögliche. Also, die konnten eigentlich nicht mehr in die Gesellschaft integriert werden. Und ich finde sowas eigentlich auch ein bisschen erstaunlich, weil, also eigentlich ist es auch ein bisschen schlimm, aber andererseits, warum gebe ich hier, boah, ich bin schon wieder verpeilt. So, komplett, ja, verdammt, vergessen. So. Gut. Ich brauche jetzt mal eine Workbench. Also einerseits finde ich es erstaunlich, dass es sowas wirklich gibt. Ich hätte mir das eigentlich hier nicht, also vor einiger Zeit hätte mir das wer gesagt und ich hätte es nicht gehört oder nicht selber recherchiert.
Dann hätte ich das nie. Oh, jetzt habe ich viel zu. Oh, ich hasse diesen Scheiß Too Many Inventory Tricks Mod. Also hätte mir das vor einiger Zeit wäre so gesagt, ja, das gibt's, dann hätte ich das nicht geglaubt, aber das habe ich jetzt halt. Ja, vor kurzem eigentlich, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, habe ich das halt gehört. Ich weiß ich gar nicht mehr. Und ich finde sowas eigentlich einerseits schlimm und andererseits bin ich auch ein bisschen überrascht, dass sowas überhaupt funktioniert. Und unser Lehrer hat ja auch gesagt, angeblich verändern sich dann auch die Gene eines Menschen, was ich eher nicht glaube. Also zum Beispiel Kinder, die adoptiert werden, bei denen verändert sich dann halt auch die Gene, dass sie halt nicht. Wie das funktionieren soll. Warum sollen nicht dann auf einmal die Kinder, die Gene der ich kann nicht mehr reden, die Gene der Adoptivkinder verändern? Das ist irgendwie schwachsinnig. Nur weil sie adoptiert wurden und nur weil sie jetzt mit einem anderen sozialen Umfeld leben oder aufwachsen, warum sollen sich dann die Gene verändern? Das klingt für mich ein bisschen komisch, aber wenn es wirklich so ist, dann heilige Scheiße. Das ist schon krass. Aber worauf ich eigentlich am Anfang hinaus wollte, dass Leute, die überhaupt keine sozialen Kontakte haben, dass die einfach früher sterben. Also zum Beispiel Kinder oder weiß nicht, Tiere, die keine Mutter haben oder was weiß ich. Bei denen ist es so, dass die früher sterben und ich finde sowas eigentlich heftig, dass Leute sterben, nur weil sie keine sozialen Kontakte haben und ja, vielleicht, also deswegen liegt es auch wahrscheinlich so nah mit dem Selbstmord. Fuck? Oh, what the fuck? Hä? Falls ihr da jetzt gerade eine kurze Unterbrechung hattet, dann tut's mir leid, aber irgendwie, warte mal kurz, ganz kurz nur, kurze Pause. So, da bin ich wieder. Minecraft ist gerade aus dem Vollbildmodus rausgegangen. Warum, weiß ich nicht. Hä? What the fuck? Muss ich das verstehen? Auf jeden Fall. Deswegen liegt halt auch Selbstmord mit Mobbing so nah beisammen. Damit ist halt gemeint, die Leute, die gemobbt werden, haben ja auch kaum ein soziales Umfeld. Und deswegen nehmen sie sich dann auch öfters das Leben. Also bei vielen Fällen nehmen sie sich dann auch wirklich das Leben. Und sowas finde ich eigentlich heftig. Und wie gesagt, also ich hätte mir das nie gedacht, dass es wirklich möglich ist, dass es sowas wirklich gibt. Finde ich schon heftig. Aber ja. So, dann ziehe ich hier nochmal schnell Sandstone rein. Zack, 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 zack. Und da müssen wir Sand farmen gehen. Sand farmen gehen. Zack. So. Wo gibt's denn Sand? Nein, ehrlich jetzt. Aber Sandstein wäre mir sogar im Endeffekt doch lieber. Weil da müsste ich nicht so viel Sand farmen. Da ist noch Sand. Stein. Ah, das kann ich nicht wegrubbeln. Das geht nicht. Das geht echt nicht. Dann nehme ich halt hier die Ebene weg. Das mache ich jetzt auch. Das mache ich jetzt. So. Gut, ich bin gerade am Überlegen. Irgendein Thema wollte ich vorher auch noch ansprechen. So. Irgendwie fällt es mir gerade nicht an. Ja, tut mir leid. Vielleicht fällt es mir danach wieder ein, aber derzeit fällt es mir gerade nicht ein. Genau. Ich glaube, ich habe darüber noch nicht geredet, aber ich wollte es auch mal ansprechen. Das haben zwar schon sehr viele gemacht, aber ich glaube, das ist ein Thema, worüber man immer reden kann. So, jetzt ist es Deutsch. Ich denke mir, oder ich finde halt, okay, ja, wie soll ich es am besten sagen? Jeder weiß eigentlich schon, dass YouTube das Fernsehen ersetzt, dass irgendwie alle nur noch vor YouTube hocken. So die jüngere Generation, die älteren haben noch den Fernseher.
Aber ich finde auch zum Beispiel ProSieben, glaube ich, ist auch eine der Sendungen, die man sich ab und zu mal reinzieht, weil ich glaube, da ist dieses Assi-TV-mäßige noch nicht da oder noch nicht so übertrieben. Ich meine, es gibt zwar schon Familie im Brennpunkt, aber ich finde das jetzt ehrlich gesagt, wenn das jetzt wirklich nur auf ein, zwei Stunden beschränkt ist, finde ich es nicht so schlimm, weil im Endeffekt spielen die wirklich öfters gute Serien, gute Filme, die man sich auch ab und zu anschaut. Also wenn man es jetzt so mitbekommt, ah, heute spielt bla bla bla. Das Einzige, was halt nervt, ist die Werbung. Aber ansonsten ja. Aber ich denke mir, ProSieben ist so eine Sendung. Da schauen, glaube ich, noch viel, viel mehr Leute zu. Und ich glaube, ja, Fernsehen ist auch deswegen untergegangen. Nicht nur wegen YouTube, sondern auch wegen MTV. Also es war so, ich finde, YouTube hat erst diesen Schritt gemacht, diesen wichtigen Schritt, als MTV kostenpflichtig wurde. Kostenpflichtig wurde MTV vor 3 Jahren oder vor zwei, ich glaube vor 3 Jahren. Ja, vor 3 Jahren wurde MTV kostenpflichtig. Das heißt 2009, 2010, irgendwie sowas herum. Am 1.1. wurde MTV kostenpflichtig, glaube ich. Und ich finde, da hat man auch erkannt, wie viele Leute auf einmal auf YouTube rübergegangen sind. Ich meine, es kann auch ein Zufall sein, das stelle ich jetzt nicht so. Das kann, wie gesagt, durchaus möglich sein. Aber ich denke schon, dass es so ein bisschen zusammenhängt. Weil es war bei mir selber so, bei mir war es zumindest, dass ich früher wirklich gerne MTV geschaut habe. Ich habe fast keine andere Sendung geguckt, außer MTV, weil MTV war einfach die Sendung, was rede ich da? Beste Sender, so. Ich finde einfach, MTV ist und bleibt der beste Sender. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass es kostenpflichtig wurde und ich glaube, dadurch ist YouTube auch ein bisschen bekannter geworden. Wie gesagt, bei mir war es wirklich so, dass YouTube zuerst eher so nebensächlich war. Ich habe zwar das ein oder andere Mal drauf geschaut. Ja, vor 3 Jahren habe ich auch. Nee, vor 4 Jahren gab es auch schon die Außenseiter. Hier habe ich. Ich glaube, das war einer. Das war, glaube ich, einer der ersten YouTuber, die ich geguckt habe. Also diese KB-Show, oder wie die geheißen hat, ich kenne mich daher nicht mehr aus. Ich schaue sie nicht mehr. Auf jeden Fall ist es wirklich so, dass ich mit dem begonnen habe. Aber ich habe jetzt wirklich den PC und so habe ich nicht wirklich benutzt. Und dann, als MTV kostenpflichtig wurde, habe ich halt ein bisschen mehr auf YouTube rumgeguckt. Und das wurde dann halt immer mehr, bis halt YouTube den Fernseher endgültig verdrängt hat. Und ich habe jetzt den Fernseher als Desktop hier stehen und benutze ihn überhaupt nicht mehr für Sender, also Sendungen oder keine Ahnung für Fernsehen generell. Außer es ist ein Formel 1 Rennen. Das ist das Einzige. Ja, ich bin ein richtiger Formel 1 Freak. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich liebe Formel 1. Es ist aber, manche sagen, ja, Formel 1 ist scheiße, weil da sieht man nur 24 Autos. Meistens wissen die ja gar nicht, wie viele Autos das sind. Aber 24 Autos, die im Kreis herumfahren. Ich meine, das stimmt ja. Es fahren 24 Autos im Kreis herum. Aber wenn man sich das mal so anschaut, letztes Rennen in der Saison, es war einfach nur hammergeil. Vettel dreht und er wird dann noch Weltmeister. Er wird Weltmeister. Ich habe mich so arschfett gefreut. Alter, es war einfach so geil. Es war einfach nur von Spannung geprägt. Und ich meine, man kann jeden Sport eigentlich runtermachen, indem man sagt, zum Beispiel Fußball. Wow, 22 Leute stehen am Feld, rennen einen. Also eigentlich, ja, 22 Leute stehen am Feld mit paar Auswechselspieler. Zwei stehen im Tor und 20 rennen einem Ball hinterher. Ja, ich meine, das kann jeder so sagen. Ich kann bei Basketball genau denselben Scheiß sagen. Ich weiß zwar nicht, ich glaube, da stehen 6 Leute am Feld, also, nee, 12 Leute am Feld. Und rennen quasi eigentlich auch einen Ball hinterher. Also, ich finde sowas unnötig, wenn man es wirklich so sagt. Warte kurz. So, da bin ich wieder. Ich wurde nur kurz unterbrochen.
Ganz, ganz kurz. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, für Formel 1 benutze ich das. Wie gesagt, Formel 1 ist geiler Sport. Ich meine, manche Rennen sind wirklich jetzt nicht so spannend. Das gebe ich zu und manchmal schaue ich auch nicht wirklich hin und mache währenddessen auch was anderes, weil manchmal wird es dann einem auch zu langweilig, wenn jetzt überhaupt nichts passiert, wenn der einfach. Wenn's, ich meine, die letzten drei, vier Rennen in dieser Saison, also in der Saison 2012, waren deswegen so geil, weil Alonso und Vettel so knapp beisammen gelegen sind. Und genau das macht es aus. Und überhaupt, wenn du in deinem Freundeskreis Vettel und Alonso-Fans hast oder halt Fans von Titelanwärtern hast, dann macht das Ganze nochmal viel, viel interessanter, weil dann fiebert jeder mit. Dann fiebert so, oh, ja, Alonso hat jetzt gewonnen oder Vettel hat jetzt gewonnen und es ist viel, viel geiler. Und genauso ist es bei Fußball. Das zeichnet halt auch ein bisschen Fußball aus. Nicht nur, dass es auch Spaß macht zu spielen, sondern wenn man zuschaut und für andere Teams ist, dass man halt den anderen da noch ein bisschen damit verarschen kann, hochziehen kann. Und das ist halt der Reiz, finde ich, daran. Einerseits. Ich sage jetzt nicht generell, sondern es ist einerseits der Reiz, warum zum Beispiel Formel 1 und Fußball so beliebt ist. Genau das ist der Grund. Ich meine, Formel 1 ist auch beliebt wegen spektakulären Unfällen oder was weiß ich. Aber trotzdem. So, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Aber ich denke, das war's für heute. So, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hört man sich auch morgen wieder. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, Leute. Habt einen schönen Abend. Und so, ich mache nochmal schnell Sandstein. Und ja, wie gesagt, habt einen schönen Abend. Und man hört sich morgen mit einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Ciao, Leute.